herzliches Hallo und schön, dass du da bist, hier bei Glücksmama. Mein Name ist Christina Basina, ich bin die Gründerin von Glücksmama, ich bin Sportwissenschaftlerin, Schauspielerin und ich habe zwei Kinder geboren. Gemeinsam mit meinem Team in Berlin bin ich spezialisiert auf den Bereich Fitness in der Schwangerschaft, Rückbildung und modernes Beckenbodentraining. So, und jetzt geht es los mit der heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich ganz besonders. Es ist nämlich eine Premiere. Ich habe heute das erste Mal einen Mann und eine Frau hier vor dem Mikrofon sitzen. Und zwar begrüße ich Christopher und Elena von Kinderling. Hello, hello. Hallo, hi Christina. Hallo, hallo. So schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns auch sehr. Das ist tatsächlich unsere erste Podcast-Folge zusammen und in so schönen Räumlichkeiten von Glücksmama fühlt man sich doch schon sehr direkt wohl. Ja, super. Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung und auch schön hier im alten Kiez zu sein, im schönen Friedrichshain und wirklich ein mega, mega Studio, was ihr habt. Vielen Dank. Ja, es wird auch irgendwie Zeit, dass wir uns mal daten, ne? Ich habe immer deine Aufkleber, die du guerillamäßig an die Ampeln geklebt hast. Ist es so? Ja, ne? Ja, ich habe ja Kinderling vor ein paar Jährchen schon gegründet und wirklich ganz im Kleinen angefangen. Und so der Friedrichshainer Kiez war einer der ersten, die wir getestet haben. Ich bin hier wirklich von Spielplatz zu Spielplatz, habe die Eltern gefragt, wie findet ihr diesen Flyer, wie findet ihr diese potenzielle Plattform, die es damals noch gar nicht gab. Dann haben wir auch wirklich angefangen, guerillamäßig, wie du sagst, dann diese Flyer zu verteilen und dann Sticker aufzukleben und wirklich so die Eltern so nach und nach auf unsere Seite zu bringen. Christopher, du hast ja erstmal im Alleingang Kinderling gegründet, bevor du Elena kennengelernt hast. Richtig? Magst du einmal nochmal kurz dich vorstellen, also woher du kommst, was du machst? Und dann geben wir Elena den Spot. Ich habe, wie gesagt, Kinderling 2016 gegründet, war davor ganz lange bei eBay, einem großen Online-Marktplatz, habe da die unterschiedlichsten Rollen gehabt und immer eigentlich den Wunsch, den Traum gehabt, mich selbstständig zu machen. Und habe dann irgendwann den Sprung gemacht, hatte die Idee zu Kinderling aus eigenem Pain letztendlich. Ich habe selber Kurse gesucht, damals für meine schwangere Frau, dann auch für die Rückbildung und einfach gemerkt, das ist gar nicht so einfach, das Richtige zu finden. Und so bin ich dann auf das Thema Kinderling gekommen. Noch ganz kurz zu mir, ich habe zwei Kinder, eigene Kinder und dann mittlerweile noch zwei Bonus-Kids. Vier Jungs im Alter von 7, 8, 9 und 10. Und ja, es wird nie langweilig zu Hause. Also du hast zwei Söhne und deine Bonus-Kids sind auch zwei Jungs. Genau, meine vier Partnerin Jungs. Hat dann sozusagen auch nochmal zwei Jungs mit reingebracht in die Partnerschaft und jetzt sind wir zu sechst. Ja. Voll gut. Wisst ihr, was ich gerade denke? Ich habe jetzt einfach so gesagt, ja, wir sprechen über Kinderling und jetzt fragt sich vielleicht unsere Zuhörerin oder Zuhörer, ja, okay, was ist denn das eigentlich? Das müssen wir nochmal schön sagen. Elena, magst du dich vorstellen und gleich dann reinsneaken in, was Kinderling eigentlich genau ist? Sehr, sehr gerne. Also hallo miteinander. Ich bin Elena, seit 2019 mit Christopher in der Doppelrolle Kinderling größer zu machen und war davor mit meinem eigenen Unternehmen 2,5 Jahre im Bereich Social Entrepreneurship unterwegs. Das hat alles leider nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe, wie es manchmal so mit der ersten Gründung läuft. Und über einen bekannten Investor habe ich dann Christopher kennengelernt und ich würde sagen, das war Liebe auf den ersten oder einen halben Blick. Jetzt haben wir noch gar nicht erzählt, was Kinderling eigentlich ja. ist. aber das war schon richtig, richtig schön. Das sind ja auch die Themen, die ich so spannend finde, was eigentlich die Steine dann ins Rollen bringt, um also wegzukommen von so perfekt geleckten Wegen oder die man auch oft so sieht, ne, das Startup und dann, keine Ahnung, läuft das wie am Schnürchen, man wächst, aber dass es natürlich auch ganz andere Erfahrungen gibt, die einen ja aber auf viel, vielfältige Weise herausfordern und auch prägen im Positiven. Auf jeden Fall. Und ich glaube, man muss lernen, sein Selbstbewusstsein nicht dadurch zu kränken, sondern ganz im Gegenteil,
die richtige Kommunikation darüber zu finden. Ich glaube, bei mir hat das auch eine Weile gedauert. Ich denke, ich habe einfach ein gutes Supportsystem, viele Gründer im Freundeskreis, Gründer und Gründerinnen im Freundeskreis, sodass ich mich dann mit der Zeit öffnen konnte. Aber natürlich nicht nur das Scheitern, denke ich, hat irgendwie dazu beigetragen, dass wir so einen guten Match haben, weil Kinderling ist ja ein Marktplatz für Freizeitaktivitäten und wir beide haben eine Marktplatzerfahrung. Ich habe früher bei Amazon gearbeitet, also quasi das Pendant zu, oder Konkurrent irgendwo auch zu eBay, und habe davor auch ein Classified Field aufgebaut, eine Jobbörse. Und das heißt, ich habe schon die notwendige Erfahrung mitgebracht, einen Marktplatz zu steuern und zu lenken und größer zu machen. Und deswegen war der Austausch da recht einfach. Damit schlage ich gerne auch die Brücke zu dem, was wir heute sind. Also von Anfang an war es ein Marktplatz, Kinderling war und ist ein Marktplatz für Freizeitaktivitäten. Wir haben uns weiterentwickelt zu einer digitalen Inspirationsquelle, was bedeutet, dass wir die Eltern inspirieren, die richtigen Freizeitaktivitäten zu finden, ob für die gesamte Familie oder ob für Schwangere auch, für Kinder. Und wir haben jetzt durch Corona auch eine neue Zielgruppe erschlossen, Eltern in der Elternzeit, die ihr erstes Baby bekommen und erstmal nicht wissen, wie denen der Kopf steht. Das heißt, wir inspirieren, aber haben natürlich auch einen technischen Aspekt, dass wir eine Buchungsplattform sind, sodass die Eltern oder Familienmitglieder direkt über uns eine Freizeitaktivität buchen können. Und wir haben festgestellt, dass wir deine Kurse noch gar nicht bei uns auf der Plattform haben, Christina. Das müssen wir unbedingt ändern. Ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein, ja. Als ich das gesehen habe, also als ich vor allem natürlich tiefer in die Recherche rein bin und dachte, ja, hey, das ist doch genau the place to be, fishing where the fishes are. Ja, so. Das ist wirklich total verrückt und ich kann mich auch natürlich an Glücksmama von Anbeginn erinnern. Du warst auch irgendwo auf einer Liste drauf und wahrscheinlich haben wir auch mal versucht, euch anzurufen, hat es nicht geklappt und ich weiß es nicht. Aber so haben wir halt auch begonnen, die ganze Geschichte, indem wir uns einfach wirklich an die Anbieter auch gewendet haben, wie ihr es auch seid, um einfach auch zu horchen, was sind denn die Dinge, die sich so ein Anbieter von Aktivitäten, Freizeitaktivitäten im Gesundheitsbereich eigentlich wünscht bei so einer Plattform. Und darüber haben wir sozusagen die ersten Partnerschaften kreiert und das Ganze dann nach und nach aufgebaut. Und deswegen müssen wir das hier noch zum Abschluss bringen auf jeden Fall, dass wir euch auch noch mit euren Online-Kursen und Beckenbodentrainings bei uns mit drauf haben. Total, auf jeden Fall. Ja. Das machen wir nach der Folge, machen wir das klar. Das bedeutet, wenn ich jetzt, weil vor dieser Frage stehe ich ganz oft, ne, dass ich meine Kinder gerne fernab von meinem Studio irgendwo unterbringen möchte. Mhm. Jetzt in Corona natürlich schwieriger. Mein Sohn war auch ganz lange, wollte der sich gar nicht alleine irgendwo hinbegeben. Mhm. Ich hatte immer so eine romantische Vorstellung, als ich schwanger war das erste Mal, habe ich gedacht, wenn mein Kind dann 2 ist, 3 ist, bringe ich das irgendwo hin. Musikinstrument, Tanzen, Sport, was auch immer. Und ich sitze dann da mit der Gala und trinke einen Kaffee. So, und mein Kind tickt aber einfach mal ganz anders und sagt immer, nein, Mama, du musst auf jeden Fall mit. Der ist jetzt mittlerweile 6, ist schwierig, was mit Eltern zu finden. Ich könnte jetzt also bei euch suchen, keine Ahnung, Caboera für Kinder, und dann gebe ich meine Postleitzahl ein und dann spuckt es das aus. Ganz genau, du guckst dann sozusagen in dem Bezirk, wo du was suchen möchtest, und kannst dir dann dort den Kindersport aussuchen oder den Musikkurs, und dann schlagen wir dir die entsprechenden Kurse vor und die kannst du dann auch direkt über Kinderling buchen. Und das Schöne ist, dass manche Kurse gar nicht auf den ersten Blick gefunden werden können, wenn du nicht auf Kinderling dein Angebot inseriert hast, weil da sind manchmal so Kleinanbieter, vielleicht eine Mama, die jetzt wieder anfängt, Zauberkurse für Kleinkinder anzubieten und das einfach als Hobby macht, ja? Oder ein Handwerkerkurs, ja, wo du vielleicht als Elternteil gar nicht das auf dem Radar hast in deinem Kiez, dass die Nachbarin vielleicht, ja, oder ja, der Späti-Besitzer vielleicht auch irgendwie so diese Auswahl an Möglichkeiten, die er im Kiez bietet. Und das ist auch was Besonderes auf Kinderling, dass du diese Vielfalt hast an Angeboten, an denen du zufällig auch mal vorbeilaufen kannst. Und die findest du bei uns
Ja, hoffentlich auf einen Blick. Auf den Späti-Besitzer warten wir noch. Der Späti-Besitzer, der in seinem Lager hinten irgendwelche geilen Kurse anbietet. Aber es ist auch, was du gesagt hast, es ist einfach sehr, sehr individuell, was Familien sich wünschen und auch was Anbieter dann tatsächlich bieten. Das ist natürlich auch sehr, sehr lokal und da gibt es auch in Berlin, aber natürlich auch in den anderen Regionen, wir sind ja mittlerweile auch in ganz Deutschland und in Zürich, da gibt es einfach so viele schöne Angebote und es gibt kostenlose Geschichten fürs Wochenende, ob das jetzt Kindertheater ist oder Bastelangebote, Kurse, Vereine, und das ist halt einfach schwierig, das zu finden und da einen Überblick zu behalten, und diesen Überblick wollen wir sozusagen den Eltern geben und den Anbietern die Möglichkeit geben, sich da auch zu präsentieren. Und dann auch wirklich, ja, jeden Event, jede Veranstaltung bei uns mit draufzunehmen. Und das ist auch über die Zeit gewachsen. Also die erste Idee zu Kinderling war wirklich zu sagen, okay, wir brauchen eine Buchungsplattform für Kurse. Ganz, ganz simpel letztendlich. Und haben dann aber auch gemerkt, die Eltern wünschen sich viel, viel mehr. Die wünschen sich noch Tipps fürs Wochenende. Mama, was machen wir heute? Was Papa, was können wir am Wochenende machen? Das ist die Frage, die uns ja immer umtreibt als Eltern. Und dann haben wir natürlich schnell Veranstaltungen auch mit hinzugefügt. Dann geht es um Kindergeburtstage. Was kann ich für einen Kindergeburtstag organisieren? Wo kann ich eine Location mieten oder irgendwie ein Motto-Kindergeburtstag durchführen? Es geht um Feriencamps. Und so haben wir nach und nach, ein bisschen verrückt wahrscheinlich auch, aber so nach und nach irgendwie so diese Kategorien erweitert. Aber das ist halt genau das, was sich die Eltern auch wünschen. Und interessanterweise auch die Anbieter, die Partner auch super finden, diese Vielfalt. Und das ist auch das Interessante an der Branche, in der wir sind. Das ist ja, die Anbieter sind häufig auch selber Eltern, so wie du mit deinen Kids. Du bist halt auch an dieser Plattform interessiert und bietest dann gleichzeitig noch diese Kurse an, die für andere Eltern wieder passend sind. Und das ist irgendwie eine schöne Sache. Und ich glaube, da an dem Punkt haben wir uns auch getroffen. Elena, du hast ja auch vorher was gemacht, was sozusagen auch ja einen Impact hatte. Das ist, glaube ich, für dich auch ein wichtiger Punkt, dass wir nicht irgendein Business aufziehen, sondern dass es was ist, wo wir uns auch wirklich mit identifizieren können. Auf jeden Fall. Das Impact-Thema ist bei uns bei jeder Entscheidung mit drin, weil wir sehr zielgruppenorientiert denken und bei uns auch im Manifesto, wenn wir dann auch über unsere Werte sprechen, Customer First steht. Natürlich als Marktplatz haben wir zwei unterschiedliche Kundengruppen, aber die Eltern, die werden bei uns immer mit einbezogen. Wir haben auch vor einem Jahr circa eine Zielgruppenumfrage gemacht und fast alle haben gesagt, ich möchte meinen Kindern eine Vielfalt an Freizeitmöglichkeiten bieten. Was hat dann eigentlich diese Corona-Pandemie mit euch gemacht? Also wenn ihr einfach auch diesen Match zwischen Marktplatzanbietern, also ne, ich stelle mir das jetzt einfach mal wirklich so vor, ich biete Kindertanz an und habe dann so einen Stand bei euch und dann kommen die Eltern und wissen, aha, da kann ich Kindertanz machen, das ist ja alles weggebrochen. Habt ihr dann auch gedacht, okay, wohin verlagert sich die ganze Freizeit? Was war Corona nochmal? Ja. Sorry, ich wollte es gar nicht ansprechen, aber es interessiert mich natürlich ja, auch als total. Unternehmerin. Ne? Ja, ja. Nee, ja, natürlich ein Thema, was uns mega beschäftigt hat in den letzten... Es zieht sich ganz schön lange, ne? Also das hat natürlich das auch nochmal komplett für uns verändert. Von einem Tag auf den anderen waren diese vielen Kurse nicht mehr zugänglich. Auch die vielen, vielen Anbieter, die bei uns auf der Plattform sind, das sind ja schon Tausende mittlerweile, die haben natürlich wahnsinnig damit zu kämpfen. Wir haben dann für uns sehr schnell überlegt, wie machen wir da weiter, wie können wir die Situation verbessern für uns, aber auch für unsere Anbieter, und haben dann zum Beispiel sehr schnell schon versucht, ja, Richtung Online-Angebot zu kommunizieren, da auch unsere Anbieter zu unterstützen. Wie kann man einen Kurs über Zoom anbieten, etc. pp. Haben unsere Plattform dahingehend etwas angepasst, um das alles irgendwie am Ende des Tages, nochmal zu vereinfachen. Auf einmal waren andere Themen wichtig. Da ging es dann nicht mehr um, wo sind die Top 10 Freibäder in Berlin oder Köln, sondern dann war es auf einmal, was sind die Sachen, die ich zu Hause in der Quarantäne machen kann oder im Lockdown.
Und da haben wir dann aber mit unserem Team, glaube ich, einen ganz gute, ganz guten Job gemacht und dann innerhalb kürzester Zeit auch unseren kompletten Contentplan umgestellt und Themen generiert und dann sehr schnell auch auf die Straße gebracht und damit irgendwie gelernt umzugehen. Am Ende des Tages ist jede Krise dann auch wieder eine Chance auf was Neues und viele Anbieter haben dann auch diesen Schritt gemacht, gerade bei den Kursangeboten, das auch online einzustellen und dadurch können wir auch, das hattest du ja auch im Vorgespräch erzählt, nochmal ganz andere Kunden auch erreichen, die jetzt vielleicht nicht in den Metropolregionen sitzen, sondern auch wirklich auf dem Land sind und jetzt da auch einen schönen Online-Pickup-Kurs machen können. Das ist das, was bei uns gerade rauf und runter gebucht wird. Und das wäre vorher gar nicht möglich gewesen. Und das ist natürlich eine schöne Sache, die sich dann auch wahrscheinlich über Corona hinweg dann noch ein Stück weit halten wird. Aber es ist natürlich, also wir haben ja eine Bandbreite von unterschiedlichen Anbietern, auch die ganzen Freizeitorte, die Indoor-Spielplätze, Trampolinhallen, Zoos dieser Welt, die ja auch alle unsere Partner sind, die haben natürlich zu kämpfen. Das ist nicht immer so einfach und versuchen da halt auch zu unterstützen, wo es geht. Ja. Wenn ich jetzt Kursanbieterin bin und das gerade höre und denke, oh Mann, da will ich auch vertreten sein, wie muss ich mir das vorstellen? Also ich stelle mein Angebot rein und dann, ja. Erzähl doch mal. Also grundsätzlich ganz risikofreies Modell bei uns. Man kann einen Kurs kostenlos einstellen und auch Freizeitorte und Veranstaltungen. Und bei Kursen ist es so, dass erst bei einer Buchung tatsächlich wir dann eine kleine Gebühr berechnen. Das heißt, erst wenn dann Mama, Papa den PKIP-Kurs online buchen über Kinderling, dann bekommen wir davon sozusagen die Provision und die Anbieter können super easy die Kapazitäten steuern über unser Partnerportal, jederzeit angeben, wie viele freie Plätze es noch gibt, die Zeiten ändern, den Text ändern, neues Foto hinzufügen, mit wenigen Klicks da auch ihr ganzes Kurskontingent einstellen und das funktioniert eigentlich echt ganz gut. Ja, das klingt super. Dann wenn da jemand Interesse hat, dann also gerne melden bei uns, uns anschreiben und dann können wir da miteinander sprechen, sehr gerne. Ja, perfekt. Ich habe jetzt nämlich tatsächlich, wir waren ja in so einigen Zeitschriften auch vertreten, also wo wir einfach so ein Kurseinstellungspaket hatten. Und das war dann, du buchst halt dieses Paket und entweder läuft es oder es läuft nicht, aber du hast nicht also hast erstmal ein Risiko. Und das hört sich auf jeden Fall super an. Das ist, wenn es zu einer Buchung kommt, dann habe ich ja was davon und ihr habt aber natürlich auch was davon, weil ihr den Platz zur Verfügung stellt und das überhaupt gesehen wird. Weil Sichtbarkeit ist ja ein Riesenthema, ne? Ja, in der Tat. Und auch die Eltern haben was davon, weil es wesentlich einfacher ist, sowas zu buchen. Also gerade auch, wenn du da die Magazine ansprichst, da muss ich dann im Zweifelsfall da irgendwie nochmal eine Telefonnummer raussuchen oder eine E-Mail-Adresse, mich dann melden. Und das ist ja auch unsere Vision, da alles auf einer Plattform letztendlich zu versammeln in die Richtung und dass dann keine Mutter, kein Vater mehr danach googeln muss, sondern alles bei Kinderling letztendlich findet. Und wir vertreten auch einen 360-Grad-Ansatz. Also das heißt, die Kleinanbieter oder auch mittel- oder größere Anbieter kommen vielleicht gar nicht hinterher, marketingtechnisch das zu stemmen, was natürlich unser Marketing-Team für sie erfüllen kann. Also es ist ja nicht nur, du stellst einen Kurs bei uns rein, du hast die Möglichkeit, dich auf moderne Art und Weise bei uns präsentieren zu lassen, also auch über die sozialen Kanäle. Das heißt, wir entwickeln da auch das Design, wir kommunizieren über unseren Newsletter, über Instagram, wir machen Stories, wir platzieren Content im Sinne von Blogartikeln, wo wir darauf aufmerksam machen. Wir schalten auch Paid-Kampagnen. Also wir unterstützen schon die Anbieter in ihrem Dasein. Und dafür ist Kommunikation natürlich von der Anbieterseite halt auch wichtig, ne? Also wir versuchen sehr stark mit jedem einzelnen Anbieter schon zu kommunizieren und zumindest ein Telefon-Touchpoint zu haben. Aber das muss natürlich von beiden Seiten irgendwo initiiert werden, weil die Masse an Angeboten, die wir haben, können wir natürlich nicht alle so sonderlich oder besonders kuratieren. Aber das ist etwas, was uns auch besonders macht, dass wir das anders, modern für die Zielgruppe auf den unterschiedlichen Kanälen besonders aufbereiten. Wie muss man sich euer Team vorstellen?
Also feste MitarbeiterInnen in Teilzeit, in Vollzeit, in, keine Ahnung, könnt ihr das beschreiben? Ja, also es hat sich über die Zeit natürlich geändert. Also Elena hat es ja schon angesprochen, sehr klein angefangen, wirklich so aus dem eigenen Wohnzimmer raus, dann mit den ersten Praktikanten das alles aufgebaut. Und dann nach und nach diese Wachstumsschritte gemacht. Und ja, wir sind recht divers aufgestellt, versuchen uns unterschiedliche Skills zusammenzuholen, unterschiedliche Erfahrungen. Wir haben Mütter im Team, Väter, ich, und aber auch Nicht-Mütter und Nicht-Väter. Und das ist auch wichtig. Das ist auch zum Beispiel ganz interessant. Ich hab ja immer so latent seit dem Start von Kinderling nach einem Mitgründer oder Mitgründerin gesucht. Und in meiner Vorstellung war dann immer auch irgendwie eine Mutter da, die das übernimmt. Und du als Nicht-Mutter, das war dann irgendwie erst so eine Idee, die dann in mir gereift ist, wo ich dann auch festgestellt habe, ja, da ergänzen wir uns am Ende des Tages auch. Und das ist wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht, nicht nur Eltern im Team zu haben. Dann hat man auch nur die Elternbrille auf. Und gar nicht schlecht, auch mal jemanden zu haben, der dann irgendwie da so raufguckt und sagt, ja, das müssen wir jetzt aber anders machen. Und hast du denn da oder da schon mal drüber nachgedacht? Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man sich am Ende des Tages irgendwie als Team ergänzt. Also wir im Zweiergespann, aber auch im ganzen Team, dass man Leute einstellt, die auch wieder andere Dinge mit reinbringen. Christopher, du bist ja auch getrennt lebend mit zwei Kindern, so wie ich ja auch. Und du machst Wechselmodell mit deinen Kids, ne? Und darüber will ich mit dir gerne nochmal sprechen. Ja, ganz, ganz spannendes Thema, Patchwork und Wechselmodell. Ja, ich lebe mit, ja, eingangs schon gesagt, mit meiner Partnerin zusammen. Wir haben beide zwei Kinder in die Partnerschaft gebracht. Ja, meine beiden Kinder sehe ich dann im Wechselmodell 50-50 von einer Woche in die nächste sozusagen. Wie machst du das dann mit Arbeiten, wenn du die Kinder hast? Weil das ist gerade für mich so, okay, ich muss meinen Scheiß erledigen, wenn ich die Kinder nicht habe, im besten Fall. Das ist eine Riesenherausforderung, da will ich gar nicht drum herum reden. Das ist heavy und dann noch on top mit Corona und Schule findet nicht statt und Homeschooling und dies und das. Es ist nicht einfach und ich bewundere da wirklich alle, die das ähnlich machen oder noch schlimmer in einer Konstellation sind, wo sie komplett alleinerziehend sind und vielleicht auch keine Großeltern in der Stadt haben oder in der näheren Umgebung. Das ist bei uns zum Beispiel auch der Fall. Das macht es wirklich nochmal schwieriger. Also es ist nicht einfach. Wir haben noch das Glück, dass wir uns da mit meiner Partnerin ganz gut einteilen können. Ich habe, glaube ich, auch am Ende des Tages das Glück, dass ich Kinderling gegründet habe und selbstständig bin und diese Flexibilität habe. Bei einem normalen 9-to-5 oder 9-to-8-Job wäre das halt so einfach nicht möglich, auch dieses Wechselmodell durchzuführen. Aber auch da gibt mir Kinderling die Gelegenheit, mich ja letztendlich da auch zu verwirklichen, ist das falsche Wort, aber dort auch das Leben zu führen, was ich leben möchte. Und das Leben ist das Leben mit meinen Kids auch zusammen. Und das mindestens zu 50%. Und das ist, glaube ich, für die Kinder am Ende des Tages auch wichtig, dass die beide Eltern um sich rum haben. Wer hat bei euch immer die Kindersachen kontrolliert, ob die zu klein sind? Meine Ex-Frau. Machst du das mittlerweile auch oder kommt die zu dir nach Hause und guckt in die Schränke? Das ist lustig. Das schiebe ich so ein bisschen auf meine Kinder ab. Die sind da nämlich super. Und gerade der Kleine, der macht das richtig gut. Ich sage dann, also bei mir fängt es schon an mit die Klamotten auseinanderhalten. Die sind nicht weit auseinander, die sind anderthalb Jahre auseinander. Und da fällt es mir manchmal schwer zu sagen, ist das jetzt für den einen oder für den anderen? Und dann frage ich die einfach, beziehungsweise legt dann die Wäsche zusammen, legt das hin und sagt, ja, ihr müsst das jetzt einräumen. Und dann machen die das auch. Und die sagen mir dann auch schon Bescheid, Papa, das passt jetzt nicht mehr, das kannst du mal aussortieren. Und dann sortiere ich das natürlich aus und wir sind auch sehr dankbar dafür. Ah, machen die, okay, cool. Das machen die tatsächlich, genau. So, back to business. Was sind eure Pläne, Ziele? Wollt ihr darüber sprechen? Also habt ihr irgendwas, wo ihr sagt, oh, dieses Jahr soll unbedingt noch das passieren?
Die Liste ist lang. Also ich glaube, ein wichtiges Learning aus dem letzten Jahr ist einfach, dass wir weiter Online-Kurse anbieten werden, weil wir waren ja in 7 Regionen, Kinderling-Regionen, in den Großstädten Deutschlands und in Zürich, haben natürlich durch die Online-Kurse eine Überregionalität erschlossen, wo wir einfach merken, der Bedarf, der Need ist da, und das ist, uns funktioniert gut, das macht uns Spaß, und ich glaube, das ist etwas, was wir auf jeden Fall weitermachen werden und weiter ausbauen werden. Trotz der Hoffnung oder beziehungsweise dem Optimismus, dass alles wieder sich normalisiert, aber was wird die neue Normalität werden, inwiefern werden dann trotzdem die Eltern doch nicht irgendwie den Shortcut nehmen und dann doch irgendwie einen Online-Kurs anmachen, statt irgendwie durch die Stadt zu fahren. Genau, das ist auf jeden Fall etwas, was wir verstärkt weitermachen werden. Ja, hoffen natürlich auf das Ende der Pandemie. Und wollen weiter Spaß haben als Team, uns da verwirklichen, jeder für sich und gemeinsam mit den Anbietern, die wir dann hoffentlich auch nach dem Ende der Pandemie da weiter unterstützen. Und da haben wir natürlich, wir wollen in vielen Regionen noch viel, viel mehr Anbieter auf Kinderling präsentieren. Das ist so das Ziel Nummer 1. Ja. Super schön, voll cool. Ja, ich werde auf jeden Fall mit meinen Kids, wenn ich das nächste Wochenende habe, werde ich mal schauen. Ne? Ich bin ja nicht so der Spielplatz-Fan, aber ich finde bestimmt irgendwas anderes Cooles. Ganz viele Outdoor-Ideen. Cool, voll gut. Yeah. Weil das ist ja das Ding, ne? Man fragt dann natürlich so seine Freunde, hey, was habt ihr mit den Kids letztens gemacht? Und dann kommen da schon auch immer gute Sachen rum oder man hat aber auch schon viel gemacht und dann ist das natürlich eine großartige Möglichkeit. Also geht auf Kinderling. Ich verlinke natürlich alle Infos zu euch in den Shownotes. Ja, wenn ihr jetzt nicht noch sagt, das haben wir vergessen, das wollen wir unbedingt noch sagen, dann würde ich sagen, machen wir den Podcast-Vorhang zu. Hat uns total gefreut, hier gewesen zu sein, uns hier mitzuteilen und über das Business zu sprechen, aber nicht nur, sondern auch so ein bisschen über das, was dahinter abläuft, dass es nicht immer ganz einfach ist, aber dass man das mit den richtigen Menschen um sich herum schaffen kann. Und ja, vielen Dank. Sehr gern. Es war ganz toll, mit euch zu sprechen. Ja, und ich freue mich auf unsere nächsten Treffen auf jeden Fall. Da fällt uns bestimmt was Wunderbares ein. Ja, dann schließen wir für heute den Podcast-Vorhang. Schön, dass du dabei warst. Und für alle Infos rund um dein Mama-Dasein, besuche uns einfach auf unseren Instagram-Accounts. Also unsere heißt Glücksmama Berlin und der von euch heißt einfach Kinderling. Kinderling-de. Und wenn du magst, kannst du natürlich auch auf unsere Website kommen. Alle Infos, wie gesagt, sind in den Shownotes. Und dann sage ich für heute alles Liebe und bis bald. Deine Christina.